So Leute, willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Elementar ist, das steht immer noch aufgeschafft. Ich habe immer noch nicht geschafft, mal die mit unserem Deck zu spielen. Ich hätte es geschafft, aber ups, ich hatte keine Lust. Bin ich ganz ehrlich mit euch, ich hatte einfach keine Lust. So, mit den Getriebi waren wir fertig, ne? Wenn ich mich nicht irre, weil wir durch die Tür nicht kamen, also durchs Tor. Oh. Tor braucht eigene Gegenstände, haben wir nicht. Also machen wir die Digitalkäfer. Die geben uns bestimmt Licht oder so. Sind ja Bugs, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich hätte den Text draußen noch lesen können. Ein bisschen müde, es tut mir leid. Die Digitalkäfer transformieren sich selbst in mächtige Xyz-Monster mit besonderen Xyz-Beschwörungen. Vorsicht vor der Weiterentwicklung dieser unaufhaltsamen Käfer. Da war mein Schluck auf kurz mal drin. So. Digitalkäfer im Cyberspace. Der rapide Fortschritt der Cybernetzwerke hat der Menschheit großen Nutzen gebracht. Sie sind jetzt integraler Bestandteil unseres Lebens. Dieser rapide Fortschritt und Wandel hinterließ jedoch mehrere kleine Bugs in den Ecken des Netzwerks. Anfangs waren es nur bedeutungslose Daten mit wenig Wirkung. Die Bugs sammelten jedoch Daten an und lernten mit der Zeit. Als wir sie bemerkt hatten, hatten sie schon die Gestalt von Insekten angenommen. Experten glauben, ihre primären Ziele seien Fortpflanzung und Weiterentwicklung. Trotz ihrer unterschiedlichen Eigenschaften verhalten sie sich merkwürdigerweise, als wären sie eine Art mit einem einzigen Zweck. In unserer Welt gibt es die symbiotische Beziehung zwischen Ameisen und Blattläusen, bei der Ameisen-Marienkäfer, die natürlichen Feinde der Blattläuse verjagen und dafür Nektar erhalten. Ameisen und Blattläuse sind jedoch verschiedene Arten mit unterschiedlichen Zielen. Wurden die Bugs vielleicht aus einem Datenelement geboren und gelten nur deshalb als verschiedene Arten, weil sie unterschiedlich aussehen? Es wird einige Zeit dauern, dieser Sache auf den Grund zu gehen. Jedenfalls können wir die Bugs, die sich im ganzen Netzwerk verbreiten, nicht ignorieren. Netzwerkadministratoren bezeichnen diese Defekte, die schnell wachsen und sich weiterentwickeln, inzwischen als Digitalkäfer. Wir ergreifen jetzt Maßnahmen, um diese Mängel zu beseitigen. Ja, und wir verhindern das natürlich. Heulendes Insekt haben wir dafür gekriegt. Was brauchen wir hier für das Tor? Brauchen wir einfach nur Licht. Okay. Habe ich ja schon. Ja, kriegen wir auch Licht. Hatte ich ja schon gemutmaßt. Kriegen wir hier auch noch irgendwas Schönes? Ne. Kriegen wir hier oben irgendwas Schönes? Okay. Da kriegen wir Begleitermatrix mit dem Käfer. Okay. Hier hinten? Ja, okay. Was macht ein Digitalkäferdeck einzigartig? Durch Xyz-Beschwörungen von Xyz-Monstern vom Typ Insekt mit Digitalkäfermonstern als Material kannst du ihnen eine Reihe von Effekten gewähren. Dieses Deck erlaubt dir auch, die Stufen zu ändern und Materialien weiter zu stapeln, um bei Xyz-Beschwörungen mächtigere Monster einschließlich Xyz-Monster der Ränge 5, 3, 5 und 7. Also zu beschwören, einschließlich. Ja. Okay, bin ich mal gespannt drauf. Zero schwört ja auf die Käfer. Ja, darf ich nicht sehen. Probieren wir die Beschwörung von Digitalkäfer Netzlöter. Bist du Netzlöter? Nein, du bist Netzlöter.
Aktiviere den Effekt von Digitalkäfer-Netzlötung, Netzlöter, um eine Xyz-Beschwörung. Ah, Kampfposition ändern und damit darf ich aus meiner Hand noch so einen Digitalkäfer beschwören. Okay, probiere jetzt eine Digitalkäfer-Xyz-Beschwörung aus. Okay, machen wir. Digitalkäfer Scarra Lüfter. Okay. Greif die Life Points deines Gegners direkt an. Aktiviere den Effekt von Käfersignal. Okay. Damit darf ich jetzt ein Xyz-Monster von mir aufstufen, um Digitalkäfer Kernkohlweiß zu rufen und nochmal anzugreifen. Okay. Das heißt, das ist einfach ein Deck, das ganz viel Xyz beschwört. So, Xyz-Monster vom Typ Insekt, die mit Digitalkäfermonstern als ihre Xyz-Materialien beschworen wurden, erhalten eine Vielzahl toller Effekte. Lass niemals die Deckung sinken, auch wenn du starke Monster auf dem Spielfeld hast. Digitalkäfer, Netzlöter und Batschi 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 können zusammen großen Schaden anrichten. Also schütze dich vor deinen Angriffen mit Karten wie Stolpern oder Schutz der Spionlinge. Okay. Galaxie-Wurm, okay. Ja, dann würde ich sagen, aktiviere ich Max C. Stopf des Wohlstandes, Fragezeichen. Ja, ich verbanne einfach mal richtig. Hey, 6 Karten, die verbannt werden sollen. Einfach jetzt mal Karten, von denen ich das Gefühl habe, sie richten nicht so großen Schaden an, wenn ich sie verbanne. Ich wirf eine Karte ab, zerstöre. Nee. Ich möchte Wiedergeburt gerne auf meine Hand nehmen. Ja, oh, nee, Netzlöter will ich ganz oben haben. Da hieß es ja, der sei gut. Weil keine Ahnung. Und dann rufe ich mir Galaxiewurm. Achso, ja, jetzt ist eh die Reihenfolge von meinem Deck egal. Und mit 2 Galaxiewürmern können wir jetzt eine Xyz-Beschwörung machen. So, Digitalkäfer Scarra Lüfter. Theoretisch könnte ich damit gleich noch ein. Warte mal, erstmal sein Effekt. Einmal kannst du eins abhängen, dann ein Monster deines Gegners wählen und dann. Ja, machen wir mal. Lege ich mal. Ich muss beide abwerfen, das ist ja ungünstig. Ah, und jetzt kann ich auch keine Xyz-Beschwörung mehr machen. Okay. Ja, ich muss erstmal dazulernen. So, weil wir jetzt das Monster zerstört haben, darf ich es wieder anhängen. Man lernt hier dazu. So, mit Töricht das Begräbnis darf ich jetzt einfach ein Monster aus meinem Deck auf den Friedhof legen. Ender. Und mit Wiedergeburt darf ich den jetzt einfach zurückholen. Ich muss gerade erstmal mit diesem Deck klarkommen. Es tut mir ein wenig sorry.
dass ich mich hier gerade doch ein wenig doof anstelle. Aber ich muss halt erstmal das Deck so ein bisschen kennenlernen. So, da ich mir das heulende Insekt holen. Aber das heulende Insekt hat auch noch einen Effekt, mit dem es Insektmonster rufen darf. So, bis dahin läuft es ja relativ gut. Ja, ist egal, auch wenn er es zerstört, der Effekt wird aktiviert. Ne, wird nicht aktiviert, okay. Gigant brillant. Und Fernkohl weiß. Ja, das verhindern wir mit unserem Effekt. Aber es reicht halt noch nicht, dass wir ihn besiegen können. Aber fast. Aktiviere ich mal Topf des Wohlstandes. Wann wir jetzt mal drei Karten? Nehmen wir mal ihn und einen Kernkohlweiß. Ja, dann nehme ich mir ihn hier. Und die anderen sind mir eigentlich egal. Weil dem beschwören wir jetzt auch gleich und machen nächste Beschwörung. So, noch ein Skara-Lüfter. Ah, das senkt die Verteidigungskraft meines Gegners auf 0, weil ich den beschworen habe. Sehr schön. Und dann gehen wir gleich noch eine Stufe höher. Und rufen unser Kernkohlweiß. Was hast du für einen Effekt? So. Warte mal, Lichtmonster Stufe 5. Beschwören mit 2 Material. Okay. Das ist die Beschwörung. Ein pro Spielzug. Kannst ein Material abhängen, ein Monster in eine Verteidigungsposition wählen, das dein Gegner kontrolliert. Mische es ins Deck. Nö. Will ich nicht. Weil wenn ich es kaputt mache, kann ich es als Material anhängen. Das ist viel cooler. Ich habe ja immer noch das hier. Indem ich ein Monster von meinem Friedhof entferne, kann ich eins von ihm zerstören. Machen wir jetzt auch. Dann nehmen wir hier das. Braucht sowieso keiner mehr. Schnellzauber, verdammt. Ungünstig. Jetzt geht er gleich auf den Nashornbus hoch. Ach du Kacke. Jetzt macht er aber alles fertig. Ein pro Spielzug kannst. Okay, ja, das müssen wir jetzt tun. Ja, ich kann seinen Effekt nicht aktivieren. Du kannst einmal so von Typ Insekt als Spezialbeschwörung von deinem Deck Verteidigungsposition spielen. Ja. Ach so, wenn sie gewechselt. Ich hätte richtig lesen sollen. Shit.
So, was kannst du? Wenn du ein Insektenmonster... da bräuchte ich aber ein anderes Insektenmonster. Shit. Ja, dann bin ich jetzt down. Aber bin ich so oder so? Ja, da war ich zu selbstsicher. Da hätte ich früher agieren müssen. Hätte ich gar nicht warten müssen und direkt eins ins Deck zurückmischen. Mit dem Kernkohlweiß. Gut. War ein Fehler. War dumm von mir. War halt so. Ihr lasst mir auf jeden Fall jetzt ein nettes Kommentar da. Einen Daumen nach oben. Ja, der Part ist heute ein bisschen kürzer. Es tut mir leid. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es dann weitergeht, mit Yu-Gi-Oh! Master Duel. Bis dann, euer Wolf.